Renault Tour. Präsentiert von Mercedes-Benz in Bern-Wankdorf. Seit über 100 Jahren euer kompetenter Partner. Und Helene Kirchhofer. Uhren und Schmuck ganz nach eurem Geschmack. Und vom Ernie. Schöne Haare und noch mehr an einer Bergengasse zu Bern und im Hotel Victoria Jungfrau zu Interlaken. Mose, ich bin für alles zu haben. Scheissdott. Ein Mann! Ja. Und du darfst das Lager schreiben? Ich kann nicht da irgendwie ein Kloi schlägen. Ade, zusammen! Fangfrage, machst du das? Hä? Wenn du deinem Kind mal einen Klopf gibst zur rechten Zeit, wegen dem ist also noch Käse, der Käseschatten davon treten. Ach so, wie bei jedem. Da könnte die mir verwandelte Mutter Teresa, die würde mir so Anschluss finden. Solange das da unten noch lebt, kannst du so ein wenig Ding haben. Wieso los? Hast du gefurzt? Nein! Renault Tour, grüß euch miteinander. Wir sind heute unterwegs mit dem Göllen. Ja, das gibt auch noch etwas. Dann hat alles angefangen, 1998. Der damals 30-jährige Göllen mit einem seiner ersten Hits im Telebandstudio. Daraufhin hat der Göllen noch viele weitere Hits gelandet. Und sein neuestes Werk «Sterne» sorgt der ganzen Schweiz für Wirbel. Der mittlerweile 48-Jährige wird zum Teil als Rechtsrocker betitelt. Ja, und wir gehen heute mit dem Göllen auf eine exklusive Mini-Konzert-Tournee. Und das bei verschiedenen Radio. Treffpunkt am Morgen früh ist ein Motelsbar im Kanton Zug. Also es ist jetzt noch extrem früh am Morgen, nämlich 17:45 Uhr. Und jetzt sind wir zuerst mal etwas zu mörgeln, oder? Wie sich das... Oh! Hey, John! Ciao! Zwei Gusper? Ja, kann ich. Ja, hast du aufmögen? Sicher? Sicher? Nein, halb vier. Ja, ja, nicht abhängig. Ah gut, eben. Du musst noch nicht herfahren. Bist du gut gefahren? Sonst wäre ich nicht da. Ja, stimmt. Gell? Ich war jetzt gerade paffen. Nachdem der Göllen noch den Rest der Band hat begrüßt, geht's los. Wir werden von ihm den ganzen Tag umschaffiert. Erste Station Radio 24 in Zürich. Schweiz, Rimmentalstrasse 264. Warte, gib ich was, Zürich? Ja. Adresse? Stadt. Meine Lieblingsstadt. Ja, mach was los. Also, dass ich rassistisch bin gegenüber der Zürich. Ich meine, Berner gibt es noch nicht viel Anschläge wie der hier. Aber ich finde nichts. Irgendwo merke ich so, du bist unzufrieden und gleich eben sagst, hey, ich bin extrem zufrieden. Was bist du jetzt? Extrem zufrieden bin ich. Aber extrem natürlich gibt es Sachen, die mich nerven auf der Welt. Oder? Mhm. Also, es ist ja nicht nur die Schweizer Politik. Oder? Es gibt den ganzen Krieg und Hunger und die Ungerechtigkeiten, die auf der Welt herrschen. Die haben mich schon immer hässlich gemacht, schon in der Schulzeit. Aber eben, du willst jetzt nicht aus der Schweiz raus. Mo, ich bin für alles zu haben. Da muss ich drüber. Du bist für alles zu haben? Ja, nein. Wir sind noch gut. Ich habe immer eigentlich habe ich den Traum vom Auswandern. Ah, wirklich? Aber irgendwie bin ich gerne reisen lang und wieder zurückgekommen. Und nachher irgendwann hat es ein Kind gegeben. Ja. Und dann, wenn du viel bist gereisen, dann weisst du halt schon, die Schweiz ist schon ein Juwel auf dieser Welt. Oder? Da muss ich drüber hin. Ja. So. City, glaube ich, gell? Keine Ahnung. Links. Scheissstadt. Du bist hier rechts vorgelegt. Du weißt das irgendwie. Scheissstadt. Nein, die Huren Vödeltram regen mich auch gerne auf. Die blöden Ampeln. Zürich ist einfach rot. Siehst du? Und so ist es grün. So, jetzt müssen wir hier links an. Sagt er. Aber hier haben wir ja Ding, oder? Ich würde auch einfach. Eine Sackgasse. Also kehren wir. Was hast du in dieser Stadt kommst du? Und hier kann man machen, oder? Das ist gut. Bist du unser Autogramm auf die Haube? Hast du schon? Was, jetzt musst du da auf die Auto unterschreiben? Das glaube ich nicht. Wem ist der Karre? Dir? Ja, mein Mann. Ein Mann? Ja. Und du darfst das Lager schreiben? Ja, das wissen wir noch nicht, aber... So, ist gut. Nee, du bist einfach der Beste. Wow! Also, ich muss gehen, Gott. Ja, bist spät. Bist spät. Fertig. Geht's, Gabi? Ja, gut, du dir. Ja, gut. Tipptopp, das freut mich.
Wo holst du hierher um diese Zeit? Ja. Hä? Hä? Komm mit rein. Mit mir kommst du? Ja. Tipptopp. Guten Tag, wohl. Wo ist der Schlagzeug? Bringen Sie jetzt gerade. Ich meine, dass ich gestern aufstehen. Was ist das da? Oh, Entschuldigung. Was ist das da? Tune because we care. Also wir sind hier beim Radio 24 und jetzt gibt es da das erste Konzert. Und jetzt sollten dann da nächstens die Leute kommen, die Zuschauer haben. Mit den Alten bist du gehalten. Hast du heute schon gestrebt? Ich kann nicht so. Nein, das sind die Texte. Wir haben 4 Minuten für den Soundcheck und ausschaffen noch im Studio. Also, ich bin was? Im Studio? Also, jetzt Soundcheck bitte. Also, ich mache eine Ohren rein. Ich bin noch nicht vorhanden. Habe ich das schon gesagt, mein Manager ist in Zürich? Also, du wolltest. Stressig. Nein, du musst doch mir jetzt gut an. Suchst du noch die Schlagzeugstelle? Nein, wir sind live auf dem Radio nachher. Ich könnte nicht da irgendwie auf den Blut schlägen. Es kommt zu glauben, es ist ja fast dunkel draußen und der Gölä ist schon bei mir im Studio. So früh aufgestanden heute? Halb vier aufgestanden. Ist das so deine Zeit? Nein, gar nicht. Nein, lieber, also so sieben wäre normal. Ich habe gehört, du bist ein bisschen nervös vor dem Auftritt. Ja. Aber was machst du da irgendetwas gegen deine Nervosität vor der Bühne, vor dem Konzert? Was machst du da? Hast du irgendein Mantra dir angeeignet? Was habe ich? Ein Mantra? Ein Mantra. Aha. Irgend so etwas, was du machst? Nichts, was du machen. Du warten, bis du durchgehst und dann auf in den Kampf. Oh, sorry. Sorry, aber ich bin Ja. Du, wir machen Fotos zusammen. Yeah. Schau, wir haben einen hohen Stress. Ist gut. Also, Handys machen, dann helfen dran. Selfies hassen ich. Ist gut. Was ich habe gemerkt, dass ich ganz professionell habe vergessen, das Nattel abgestellt habe, für das habe ich keine Zeit mehr, weil ich das Spiel jetzt geheißen. Also, wir haben gestern geübt, den ganzen Tag. Ich hoffe, es hat etwas genützt. Wie ein Musikstudent sehe ich aus, he? Ja, ich bin auch ein Ade zusammen. Wo gehen wir her? Argovia, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, okay. Und wie war es? Gut, oder bis jetzt? Hat es dir gefallen? Hä? Hat es dir gefallen? Ja, ob mir das gefallen? Ja. Nein, weißt du, wie es jetzt hier war? Ja. Ja, ich habe einfach gute Leute drauf. Das ist das Gäbige, ja, Liebe. Ja. Liebe und coole Fans. So. So, freust du dich auf die nächste abenteuerliche Fahrt? Es wird regnet. Mit was verdienst du eigentlich noch Geld heute, weißt du, als Musiker? Das ist ganz einfach.
CDs verkauft, mehr fast kennen wir. Von was lebst du? Ja, eben von diesen Konzerten, die ich muss geben. Ja, natürlich, eben, ich mache ja mit Häusern, oder? Und habe ich Mietwohnungen. Also wie du machst mit Häusern, das musst du mir jetzt schnell klären. Ja, ich habe ja mal angefangen, statt eine Villa zu kaufen, habe ich alte Hütten gekauft und die umgebaut, oder? Ja. Und ich habe zuerst eine Verkaufene. Aha. Und nachher, ja, darum muss ich gerne lachen, weil sie in die Zeitung auch geschrieben, ich werkle an meinem Haus. Ah, jetzt komme ich nachher. Jetzt weil, ist mir alles klar. Ich bin ja nicht seit 20 Jahren an meinem Haus am Bau, das wäre ja blödsinnig. Wenn du werkst, dann heisst das, du baust an diesen Häusern. Ja. Und je nachdem verkaufst du sie. Wenn ich es für mal behalten soll, soll ich es vermieten. Aha. Wenn ich keine Kohle habe, muss ich es halt wieder mal verkaufen. Wie mein Haus hast du? Jetzt habe ich drei. Sechs Familienchalet. Dort habe ich vier Wohnungen schon neu gemacht. Und dann habe ich meine Hütte. Die habe ich auch vermietet. Ja. Und jetzt leben wir hier am Hageroben. Ja, von dem kannst du natürlich nicht schlecht leben. Sechs Einheiten, das gibt viel Zins. Ja, ich rege mich fast nie auf. Regst du dich fast nie auf? Nein, ja, höchstens ab mehr. Wie entstehen die Mieter, weißt, wo man jetzt so ein bisschen merkt, da ist das so ein bisschen... Ja, das ist doch ganz klar Alterserscheinung. Also, wenn du 20 bist, dann hast du am Freitagabend Ausgang und alles andere interessiert dich nicht, oder? Mhm. Ja. Und dann, wenn du mal ja, Kinder hast und älter wirst, dann fährst du auch Gedanken machen, was haben die noch mal für eine Zukunft und was in was für eine Welt kommen die, oder? Ja. Das machen ja Linke, ja, die machen sich auch Sorgen, dass da in diesem Land etwas nicht stimmt. Nur wir dürfen sie es sagen und bei mir gibt es einen Shitstorm. Aber das ist ja gleich, oder? Nein, ist mir nicht gleich. Vor allem, ist das nicht gleich? Nein, weil es sehr primitiv ist. Viel. Ganz primitiv. Also die grösste Schnur von Toleranz und so, sind genau die, die nur Toleranz sind gegenüber jemandem, der die gleiche Meinung hat wie sie. Du bist da geschlagen worden früher, oder wie ist das genau? Ja, das wird, da verrecken ich auch vor Lachen, als wäre es das weiss der Geier was. Ich meine, früher war das normal gewesen. Da hast du einfach zwischendurch Klappen gekriegt. Ja, aber du machst ja das jetzt nicht, oder? Du machst das nicht mit deinen Kindern. Hä? Machst du das? Hä? Sag mir es gleich so. Nein, oder? Ich ziehe meine Kinder auf meine Art. Und fertig. Und andere auch auf ihre Art. Mhm. Ja, schau, es ist so. Kinder suchen Grenzen. Oder? Und wenn man die nicht gibt, dann tut man ihnen keinen Gefallen von mir aus gesehen. Das ist meine Ansicht. Ja, finde ich auch. Weißt, aber ich würde jetzt zum Beispiel nie reinschlagen. Also können wir jetzt weißt, schon... Nein, das ist schon gar nicht. Ich weiß, das ist überhaupt nicht modern. Aber weißt, das ist so eine westliche Verwöhnkultur, die wir hier haben. Ich meine, an den meisten Orten auf dieser Welt, im Ausland, nicht von der westlichen Kultur her, oder? Von anderen Kulturen her, da wird ganz anders reingeprätscht und gemordet und gemacht. Und also ich finde, wenn du deinem Kind mal einen Klopf gibst zur rechten Zeit, wegen dem ist also noch Käse schon wieder vortreten. Im Gegenteil, ich finde es gefährlich, wenn Kinder machen können, was sie wollen. Weil wenn ich meinem Kind sage, halt, bei der Strasse. Ja. Und es haltet nicht. Und es säckelt von einem Lastwagen. Wer ist denn der Idiot? Der Lastwagenfahrer. Oder? Da sagt niemand, halt, die blöden Eltern haben das Kind nicht anständig gezogen. Das ist ganz unmodern heute. Heute sind immer die anderen schon. Es ist lustig, dass man heutzutage für so einen Bausilecker eine Hundeprüfung machen muss. Aber ein Kind auf die Welt stellen kann jeder Fixer und jeder Idiot. Die hat ja glaub, auch noch Pläne, Familienplanung. Hm? Oder ist die noch nicht abgeschlossen? Weißt du etwas kommt? Näher als ich? Mach mir nicht Angst. Wer weiss, ne? Wie ich dir das Angst? Auch ändern den Heidl. Ja. Nein, ich habe gesehen, solange das da unten noch lebt, kannst du so wegsehen. Wie los! Du bist ein Familienmensch, eigentlich. Ja, sehr. Du, kann ich die Hebel noch haben? Ist das so spickig? Offen habe ich es. Wie macht man es zu? Ach so, wie bei jedem. Da musst du hier über drücken. Ah, da über drücken, ja. Das ist was ist das? Für was brauchst du das?
zum CD rausnehmen. Das sieht ziemlich, weißt du, so krass. Hast du gegen ein Messer bei dir? Früher hat es geheissen, einen richtigen Giel hat der Hegel im Sock. Und ich bin früher gezogen worden. Und drum? Ja. Das ist nicht die Erfindung der Jugos. Kann ich dir etwas helfen, Lukas? Der Lucky. Lucky Luke. Hallo zusammen. Hey, ja. Ist da noch frei? Das weiss ich nicht. Keine Ahnung, bei mir. Das ist wieder eine Antwort. Das ist wieder eine Antwort. Das weiss ich nicht. Das ist eigentlich zu Mittag, oder? Das heisst es. Gell? Also, nehmt noch ein feines Mittag. Der Göhle ist ja, glaube ich, nicht so, gell? Also, dann nehme ich jetzt auch noch. Gell? Also, dann tue ich mich jetzt noch verköstigen, weil es zu Mittag wird es in diesem Fall nicht geben. Und jetzt gehen wir nach Bern. Statt dem Mittag gibt es Güezi. Süsses Look. Hast du die gerne? Nein, nein. Hast du noch ein paar Garambo für die Kinder? Oh, das ist ja Bio. Wir unterwegs. Was? Also hier, du isst es unterwegs. Ich habe Hunger. Ah, gut, ja, ja. Schon. Ich hoffe, du isst gerne dunkle Schokolade. Ja, das nehmen wir. Ich habe lieber die Haue. Willst du es gut sein? Nein, ich schaue, dass ich keine Städte darüber fahre. Das hasse ich, wenn ich nicht lachen darf, meine Witze. Das ist immer, immer schlecht, gell? Da bin ich voll aggressiv. So, jetzt stelle ich noch eine kritische Frage, es fällt mir auch Spass macht. Sicher? Ja. Ich kann schon. Ich gebe jetzt mal so ein Güezi. Warte, komm ich aus dem Haus? Nein, du darfst schon ohne Unterstützung. Ich bin selbstständig. Ich kann das allein. Ich habe natürlich das Interview gelesen in der Argau-Zeitung. Ich meine, das kannst du nicht so hinnehmen. Nein, schau, es ist so. Der Künzli, der das Interview gemacht hat in der Argau-Zeitung, das ist, glaube ich, ein guter Freund von mir. Ja. Weil, der weiss auch genau, ein Musiker, wenn man über den nichts schreibt, dann verkauft er keine Platte. Dann haben wir ein Interview gemacht, und das kommen wir aber zum Gegenlesen. Ja. Und er hat uns das Gegenlesen gesagt, oh, da kommen wir aber verdammt holperig über. Das hast du jetzt also schon ein bisschen komisch geschrieben. Ich sehe, ja, verbessere es noch eins. Dann ist es wieder gekommen. Und ich habe halt nicht Zeit für den ganzen Tag vor dem Kompi zocken. Ich habe gerade halb zwei, drei Tage, ich habe noch Angst. Ist wieder gekommen, aber nicht viel Angst. Dann habe ich gesagt, ja, das geht nicht. Also, das ist, du hast da Sachen geschrieben, das kommt nicht gut. Dann habe ich gesagt, wir tun das noch einmal verbessern, das ist für die Füchse. Das ist nicht so, wie ich es gesagt habe. Aber dann der Künstler, der ganze Profi, hat gedacht, der Göhle hat sowieso keine Ahnung vom Showbusiness, das drücke ich jetzt so, wie ich will. In seinen Worten, wo er hat recht gehabt. So viele Reaktionen auf ein Interview, das ist schon nie gekommen. Und es hat dann Leute gegeben, die sogar gesagt haben, ich habe vorher nie eine Göhle-Platte gekauft, aber jetzt, nach diesem Interview, kaufen sie eine CD von Göhle. Daraufhin ist der Göhle von einem anderen Journalist als Rechtsrocker betitelt worden. Wenn man sagt, du bist ein Rechtsrocker, ja, dann stimmt das für dich? Stimmt das nicht, für dich? Nein, das bin ich nicht. Ich mache einfach Musik. Ja, normalerweise, du kannst gegen solche Dinge verlangen. Ich glaube, die kennen das von Anfang an. Wir haben am Anfang noch viel mehr Seich geschrieben, die ich hätte so gesagt, habe und ich habe gesagt. Viel, viel mehr. Und die sind ja mit dem aufgewachsen. Und ich glaube, also die meisten von meinen Fans wissen, Göhle ist nicht so, wie der geschrieben hat. Wenn einer Göhle hasst, dann kannst du machen, was du willst. Ja, ja. Das wollen die gar nicht sehen. Die finden Göhle ein Giggle und so soll es bleiben. Mhm. Da könnte die mir verwandelt Mutter Teresa, die würden mir so anschauen. Ja, ja. Hast du gefurzt? Nein. Das war sicher ein Lücken, den wir gerade überholt.
Wo sind sie? Nein. Schmeckt es sonst hier? Hast du nicht geschmeckt? Mal. Etwas hat voll abgestochen. Dann wäre ich noch was. Da ist die Frage, wo ich sie wäre. Mark drauf, was will er? Hallo Mark. Jetzt bin ich gleich in Bern. Wir spielen im Verkehrsprüfungszentrum. Ist das nicht herzig? Gell? Also wir sind hier nicht direkt bei einem Radio, sondern im Strassenverkehrsamt. Weil das Strassenverkehrsamt Bern hat nämlich das Konzert gewonnen, das vom Radio Bern 1 ist verlost wurde. Und die Berner kommen dann bereits beim Soundcheck auf ihre Kosten. Gegen mir sind sie hoch genommen, hat sie die Geschichte erzählt vom grauen Ende. Und was es dann später ist. Was ist es? Ein schwarzer weißer Schnee. Also, los, jetzt tun wir schnell. Sachen verabschieden. Machst du da hinten? Du bist im Bild. Ja, du musst weg. Bist du Promi-Geil oder was? Ja, es war ein Marathon heute, gell? Ja, bist du nicht gewohnt, hä? Nein, gell? Weißt du, ich arbeite nicht so verrückt wie du. Ja, gell. Nein, aber es war ein schöner Tag. Ja. Wir haben spannende Gespräche geführt, gell? Hast du ja gedacht? Ja, das ist natürlich spannend geworden. Und wir haben, glaube ich, mal einen kleinen anderen Göhle gesehen. Also das heisst, wir sind ihm recht nachgekommen heute. Fingst? Habe ich das Gefühl gehabt. Ja, wir können ja. Es noch näher kommen, wenn du Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war die Sendung Renault-Tour. Schönen Abend. Mit VW. Nein! Jetzt hast du meine ganze Verabschiedung versaut. Nein. Wir können schneiden. Wir haben, glaube ich, mal einen kleinen anderen Göhle gesehen. Also, das heisst, wir sind ihm recht nachgekommen heute. Fingst? Habe ich das Gefühl gehabt. Ja, wir können ja. Es noch näher kommen, wenn du durchkommst. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war die Sendung Renault Tour. Schönen Renault. Abend. Renault Tour, präsentiert von Mercedes-Benz in Bern-Wankdorf. Seit über 100 Jahren euer kompetenter Partner. Und Helen Kirchhofer. Uhren und Schmuck ganz nach eurem Geschmack. Und vom Ernie. Schöne Haare und noch mehr an einer Bergengasse in Bern und im Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken.